Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 20. Dezember im Jahre des Herrn 2021, 463 Jahre nach dem Tod unserer allergnädigsten Majestät Karls, des erwählten römischen Kaisers, Königs von Spanien und Neuspanien, Herzogs von Burgund, Grafen von Habsburg und vieler, vieler weiterer Länder. Hierzu Giuseppe Verdi, Don Carlo. Das Duett zwischen Don Carlo und Rodrigo Marchese de Posa aus dem ersten oder zweiten Akt, je nachdem, welche Fassung man nimmt. Zumindest aus der Handlungsexposition des Stückes. Carlo dort gekränkt in seiner Liebe, da sein Vater Philipp II. Die von ihm geliebte, mit ihm verlobte Elisabeth von Frankreich geheiratet hat, aus Staatsräson. Und Rodrigo, Marquis von Posa, der zurückkehrt aus Flandern, dort die Unterdrückung des Landes durch die Spanier erlebt hat und sich dem Freiheitskampf der Flamen angeschlossen hat und nun Carlo dazu bewegen will, dort ebenfalls mitzukämpfen, die Führung dieses Kampfes zu übernehmen. Die beiden singen in dieser großen Szene, wo sie sich das berichten, wo sie diesen Entschluss fassen, am Ende eines der vielleicht berühmtesten Duette der Operngeschichte. Ich spiele es einmal kurz an den Beginn. Sie haben es im Ohr. Und so weiter und so fort. Dieses Duett ist in Terzparallelen geführt und es ist wahrscheinlich die bekannteste und berühmteste Terzparallele der Operngeschichte, denn oben singt natürlich der Tenor Carlo, unter drunten dann Posa. Ich wiederhole es noch einmal. Dioken el alma in fondere amor, wo lässt die ins Stelle wirkt natürlich nur, wenn man sie zu zweit singt. Und dieses in Terzen singen ist ein Stilmittel, das beliebt ist in der Musikgeschichte von der italienischen Oper bis zum Pop. Aber hier wird es wirklich exzessiv eingesetzt in den 163 einzelnen Tönen, die Carlo singt, singt Posa im Terzabstand darunter versetzt 128. Und was heißt das? Zwei Freunde schwören sich ihrer Freundschaft, ihre Gewissheit, ihrer Freundschaft, schwören sich Treue und sie ziehen gemeinsam in den Kampf, aber sie sind nicht im Einklang, sie sind nicht vereint in einer Stimme, sondern singen im Abstand, in einer Differenz, weil der eine ist getrieben von seiner Eifersucht, von seiner gekränkten Liebe, der andere von politischem Engagement und humanistischem Kampf für die Freiheit. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, takt@deutscheoperberlin.de.